Eine Börsenwoche, wo eigentlich keiner was Böses auf dem Schirm hatte. Die FED-Entscheidung steht an, alle recht entspannt. Die EZB-Entscheidung steht an, alle recht entspannt. Großbritannien wählt, nun ja, diese Unsicherheit kennen wir seit Jahren. Und der Handelsstreit, nun ja, es sah doch alles schon wieder mal etwas friedlicher aus. Aber was ist jetzt schon wieder anders, wo wir die 13.000 Punkte im DAX nun preisgeben mussten, nach einer zugegeben engen Handelsspanne? Jochen Stanze, CMC Markets, wir sprechen heute drüber. Was ist jetzt schon wieder passiert? Und wir waren in so einer engen Spanne und in dieser Woche hatte keiner so richtig was Böses auf dem Schirm. Bam. Das, glaube ich, ein bisschen Unsicherheit kommt jetzt rein, weil ja die amerikanische Politik mit dem USMCA beschäftigt ist. Das ist der Nachgang zu dem NAFTA-Abkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA. Die sind da sehr beschäftigt damit, sind auch mit dem Impeachment-Verfahren gegen Trump beschäftigt. Und man fragt sich, wo bleibt da die Zeit für das China-Abkommen? Wahrscheinlich nicht. Und am Sonntag ist es aber so, dass ja Mitte Dezember ist und Mitte Dezember automatisch schon wieder neue Strafzölle kommen. Damit hat die Wall Street nicht gerechnet und bisher gibt es eben auch kein Signal, ob diese Strafzölle, ob diese Deadline verschoben wird oder ob die Strafzölle wirklich kommen. Nun ist das erst der 15. Wir haben ja fast die ganze Handelswoche in Zeit. Warum auf einmal schon wieder so eine Verängstigung, wo ja noch gar nichts passiert ist, statt erstmal Fokus auf das, was gerade ist? Es sieht besser aus an der Wall Street, wenn man sich den S&P 500 anschaut, auch den Dow Jones, da waren wir ja auf Allzeithochs. Also der Sprung in Richtung Rekord hat dort ja geklappt, im DAX hat es nicht geklappt. Im DAX sieht es jetzt auch ein bisschen wilder aus, 170 Punkte jetzt im Minus, davor auch schon Abgaben gewesen. Wir haben so eine Kaskade an Verkaufssignalen, ausgehend von dem 1-2-3-Muster vom Allzeithoch, ausgehend von dem aktivierten 1-2-3-Top von den letzten Wochen im Tageschart. Und da kann man eben Ziele ableiten in dem Bereich von 8,35, wenn wir unter 13.041 schließen. Also zurzeit ganz, ganz viele verschiedene dicke Bretter, die hier gebohrt werden. Auch man im Hintergrund, auch, man hört es auch, Börse, es wird hier gearbeitet, weil man wirklich eine Unterstützung nach der anderen hier unterschritten wird. Ich achte jetzt auf 13.041. Man muss sich sehr viel mit Charts und Chartmarken derzeit beschäftigen, was ich auch tue. Ich habe also sehr viele Linien und muss selbst immer wieder gucken, wo kommt das jetzt derzeit her, weil im DAX sehr, sehr viel technisch getrieben ist. An der Wall Street sieht es besser aus. Die ist immer noch bullish, immer noch intakter Aufwärtstrend, kein Trendwendemuster. Insofern, das Zugpferd ist gesund. Der DAX, der arbeitet gerade technisch sicher an solchen Marken ab. Nichtsdestotrotz haben wir ja trotzdem ein solides Börsenjahr, beziehungsweise das Beste seit 6 Jahren. Auch im DAX mit 24%, das darf man nicht vergessen, ja. Mit 24% plus sind die ersten jetzt schon, die sagen, also für dieses Jahr machen wir nichts mehr, das war's, das sichern wir jetzt, Ende? Ist gut möglich, weil wahrscheinlich auch der große Durchbruch in diesem Handelsstreit ja nicht kommen wird. Nicht sagen, vor Weihnachten ja, wir haben die Märkte jetzt so langsam vorbereitet, aber wir haben schon einen finalen Deal, daran glaubt niemand, das wird nicht kommen. Die Notenbanken haben ihr Programm abgespult, die FED hat ihren Kurs korrigiert, ECB mit Christine Lagarde wird die erste Pressekonferenz am Donnerstag sein. Vielleicht kommen da so einige Akzente, die man vielleicht so nicht kennt von Mario Draghi. Da kannte man ihn ja bei Christine Lagarde, man hat sie jetzt kennenlernen dürfen. Aber die erste Pressekonferenz mit Fragen, auch von den Journalisten werden kommen, das wird sehr interessant sein zu sehen. Versteht man sie vielleicht ein bisschen besser als Mario Draghi? Kann sie die Message besser rüberbringen? Also das schaut man sich an. Und in Großbritannien natürlich kennt man auch die Umfragen im Vorfeld. Wird Boris Johnson jetzt die große Mehrheit bekommen? Und das alles hinter sich vereinen, das ganze Parlament, die ganze Politik und dann den Brexit liefern können oder nicht? Und dann ist auch wieder alles offen, das kennen wir ja. Und ich glaube, so viel Unsicherheit haben wir dann doch, dass eben dieser Trend, der so von Wochenbeginn begonnen hat, das war so ein leichter Abwärtstrend. Und man sieht eben vor solchen großen Events, dass Trends, die dann von sich mal aufbauen, dass da immer mehr aufspringen mit Short-Positionen, dann noch mehr. Und dann kommt erstmal so ein Trend ins Laufen und dann kommen die Nachrichten, dann kann der Trend auch wieder drehen. Trend kann wieder drehen. Auf der anderen Seite waren ja die Erwartungen schon jetzt die letzten Tage nach den jüngsten Tweets deutlich abgeschwächt. Also Handelsvertrag oder Einigung Phase 1 mit einer Unterschrift auf dem Papier erwartet ja für dieses Jahr keiner mehr. Frühestens Januar, vielleicht Februar, dann, Sie sagten schon, das Impeachment. Man sagt immer so, auf die ersten 5 Handelstage im neuen Jahr kommt es an. Ist das auch so, wenn das so politisch getrieben ist?
Das ist eine gute Frage, weil man hat da tatsächlich einen Zyklus, die ersten 5 Tage. Wir haben auch ein Wahljahr, das ist eigentlich auch ein positives Jahr. Das positivste Jahr ist aber das Vorwahljahr, das wir jetzt abschließen. Also der DAX ist sehr gut gelaufen, der S&P ist noch besser gelaufen. So wird es wahrscheinlich 2020 nicht sein, ob jetzt die ersten 5 Tage positiv sind oder nicht. Nochmal so ein Börsenjahr eher nicht zu erwarten. Nun geht es sehr stark eben drum um die Konjunkturdaten. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes jetzt gesehen, dass sie über die letzten Wochen weltweit gedreht haben. Und das sind Frühindikatoren. Genauso ist auch der Aktienmarkt ein Frühindikator. Der sagt, in 3 bis 6 Monaten müsste es besser laufen von den Daten her. Jetzt kommt der ZDW-Index, wird das gemeldet. Da geht es immer noch abwärts. Also die Stimmung ist immer noch sehr negativ. Also die harten Daten müssen drehen, die haben sich stabilisiert. Die Einkaufsmanager-Index zumindest so einen Zacken nach oben, sodass das, was die Aktienmärkte erwarten, auch eintreten dürfte. Die Stärke dessen wird also sehr stark jetzt davon abhängen, von diesem Handelskonflikt, ob der wieder eskaliert. Das sollte nicht passieren. Deswegen schaut jetzt auch jeder darauf, wie handhabt der US-Präsident diese Strafzölle. Er kann sie ja eigenmächtig per Dekret starten, kann sie auch verschieben. Gegen die EU hat das verschoben, weil die EU eben in vielen Schlüsselfragen auf die US-Position zugegangen ist. Und da kann man jetzt ein bisschen auch über alle Lippenbekenntnisse hinweg auch ein bisschen abschätzen, okay, wie gut oder schlecht laufen die Gespräche da eigentlich. Wir sprechen zwar in diesem Jahr nochmal miteinander, aber trauen Sie sich schon, so in Zahlen auszudrücken, was so ein guter, solider, aussichtsreicher Mittelwert für den S&P 500 und auch für den DAX 2020 wäre? Ich habe das S&P-Ziel nicht im Kopf. Es ist aber so 12% jetzt über dem aktuellen Niveau, 12-13%. Wir haben ja, glaube ich, in den vergangenen Sendungen hatte ich dieses Broadening Wedge gezeigt, das wir im Wochenchart haben. An der Wall Street lösen wir so eine eigentlich fast zweijährige Seitwärtsspanne nach oben bullisch auf, sodass da noch Potenzial besteht vom Kursziel her. Im DAX achte ich jetzt auf, dass ich versuche, nicht zu interpretieren, weil das hängt dann auch von meiner persönlichen Stimmung am jeweiligen Tag ab. Heute bin ich optimistisch und dann bin ich pessimistisch. Das ist keine Systematik. Das würde ich auch jedem raten, der hier dann zuhört, arbeitet an einer Systematik. Und für mich sind Trends, die sich fortsetzen über Fibonacci-Preiserweiterung. Es hat sehr viel mit Charttechnik und mit Technik zu tun. Und da achte ich tatsächlich jetzt Ende Dezember, nächste Chance, der Monatsschlusskurs. Wenn der über 13.391 Punkten liegen würde, das ist im November, hat das noch nicht geklappt. Waren wir zwar fast dran, aber kein Schlusskurs drüber. Wenn das kommt, dann kann man bei 15.171 das nächste mögliche Ziel sehen. Und das wäre so der optimistische Fall für das Jahr 2020. Der bärische Fall ist, dass wir genau da in der 391 stecken bleiben und dann korrektiv uns erstmal über die nächsten Monate so voranrobben, um zu sehen, wie stark ist denn die Konjunkturerholung, die wir jetzt hier erwartet. Es bleibt spannend. Jürgen Stanzi, vielen Dank. Dankeschön. Ja, 12% im S&P 500, das ist ungefähr halb so viel, wie es bisher 2019 an der Börse im S&P gab, aber immerhin. Denn die üblichen Verdächtigen, die üblichen Probleme schleppen wir ein weiteres Jahr mit. Im DAX müsste es zum Monatsschlusskurs auf 13.391 reichen, wenn da vielleicht mal eine 14.000, 15.000 im nächsten Jahr stehen soll. Noch ist aber Jochen Stanzel dafür relativ skeptisch.